Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es um Helene Fischer und das Drama auf ihrem Konzert. Die VIP-Fans fühlen sich ein wenig abgezockt, so deutlich muss man das sagen. Sie sind wütend gewesen. Es ist ein Video viral gegangen, was ich euch auch hier gleich zeigen werde und worüber ich auch schmunzeln musste. Zum einen bin ich überrascht, dass es Leute gibt, die 1300 Euro für zwei VIP-Tickets für Helene Fischer zahlen. Wir leben echt in einer Simulation und es gibt anscheinend Leute, die haben zu viel Geld. Und gut, Geschmäcker sind verschieden. Aber selbst wenn jetzt ein Meet and Greet dabei gewesen wäre, hätte ich das schon relativ teuer gefunden. Aber nun gut, scheint bei Helene Fischer zu laufen. Ja, und es gibt anscheinend Leute, die geben das dann aus. Und die waren nicht begeistert über das Playback vor Ort. Es gab keine Sitzplätze oder nicht genügend. Ja, dann wurde auch das Catering bemängelt. Und auch die Sicht ja, von diesen Plätzen für 1300 Euro war meines Erachtens mangelhaft. Aber seht erst mal selbst, wie sich die Helene Fischer-Fans ärgern. Das ist ganz schlimm, ist das hier, wirklich. Ja, ich mache ja gleich Bilder. Ich habe mich eben schon beschwert, das kann nicht sein. Das ist ein Fluchtweg hier, ne? Ja. Hier, das ist der VIP-Bereich, ne? Kommt ja noch dazu, ne? 1300 Euro, für zwei Mann. Leute geben also nie wieder. Und dieser Playback-Scheiß, das ist so unfassbar. Das, aber der unfassbar ist auch wie die VIP-Tribünen da. Also welche da ist VIP? Ja alles toll. Das ja. Ist kein VIP. Nee, und das sitzt, man kann nicht sitzen. Wo sind die Leute? Wir wollen jetzt, das Management jetzt. Hier. Ist scheißegal. Wir haben gerade irgendwas gesagt. Können Sie bitte jemand holen, der verantwortlich ja, ist? Jetzt! Jemand von Leute. Es reicht! Sie bitte ruhig die Hier noch Schweinefilet? Also nur noch das hier? Der Spiegel und generell die Presse und sämtliche Portale haben sich ja darauf schon spezialisiert, darüber zu berichten und sich auch gefragt, ist das jetzt so in Ordnung von Helene Fischer? Ist das so in Ordnung von den Veranstaltern, dass das da so schiefgelaufen ist oder ist das einfach nur lustig, ja, weil es Leute gibt, die da einfach zu viel Geld haben anscheinend. Aber wenn man so viel Geld bezahlt, erwartet man natürlich auch einen gewissen Umgang. Das kann man durchaus auch erwarten. Aber es gab auch sehr lustige Stimmen bei Twitter, auf die ich auch gleich eingehen möchte. Aber vorneweg möchte ich euch mal eine ehrliche Frage stellen. Was würdet ihr jetzt erwarten, wenn ihr jetzt so viel Geld überhättet? Ja, was würdet ihr für 1300 Euro erwarten? Bei einem Konzert. Ein Konzert geht ein paar Stunden. Also das ist schon heftig. Also ich müsste jetzt überlegen. Also es müsste zum einen ein Weltstar sein. Dann müsste es eine Loge sein, wo Essen und Trinken ist, wo ich meine Sitzplätze habe und einfach auch mich frei bewegen kann. Ja, mit wirklich Luxus. Ja, vielleicht auch einer Toilette, wo man dann nicht anstehen muss und einem, ja, wo das alles abgetrennt ist. Wir sind ja VIPs, wir sind was Besseres, Leute. Ja, wir müssen uns das ja mal reindenken in diese Gefühlswelt, wenn man 1300 Euro für sowas übrig hat. Und dann müsste vielleicht noch so ein kleines Meet and Greet dabei sein, obendrauf. Und dann würde ich sagen, okay, wenn es jetzt ein Weltstar ist, 1300 Euro, okay, ja. Aber dann müsste wirklich auch das Catering vom Feinsten sein, ja. Kaviar, Hummer, Champagner, feinster Wein, Spirituosen auf Wunsch, die einen an den Platz gebracht werden und auch natürlich Softgetränke für die Leute, die dann mit dem Auto noch nach Hause fahren wollen, ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist jetzt ein bisschen fernab vom Thema, aber ich habe jetzt vor einigen Wochen für 3 Tage Amsterdam in einem 4-Sterne-Hotel, was jetzt in Ordnung war, also wirklich schön, auch mit Wellness und allem drum und dran, in einem schönen Hotel für 3 Nächte mit meiner Begleitung 560 Euro gezahlt. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt dann noch fast 800 Euro mehr zur Verfügung, um einige Tage in irgendeiner Stadt zu verbringen, Amsterdam, Paris, London, wo auch immer, ja, was man da alles geboten bekommt und das wären dann mehrere Tage Übernachtung, ja, in einem schönen Hotel mit Essen, Trinken und allem drum und dran. Da fragt man sich dann aber auch, was haben die Leute jetzt erwartet und haben die alle zu viel Geld? Aber na gut, den sozialen Medien geht es auch in dieselbe Richtung. Hier schreibt nämlich ein User, wer 1300 Euro Eintritt für ein Schlager-Pop-Konzert zahlt, muss abgezockt werden, so wird es das Gesetz. Ja, ich komme auch nicht drüber hinweg. 1300 Euro. Da kann man auch wirklich eine ganze Woche schön verreisen.
ohne Probleme. Ja, sogar Flugreisen sind noch drin für solche Preise. Aber nun gut. Ich habe mal für, ich schweife heute ab, ja, aber vor einigen Jahren, das ist schon einige Jahre her, All-Inclusive war auch ein 4-Sterne-Hotel für Fuerteventura, 700 Euro bezahlt mit Flügen. Also es wäre heutzutage wahrscheinlich teurer, aber nur mal als Beispiel, ja, das ist einfach nur vollkommen verrückt. Hier schreibt ein weiterer User, in letzter Zeit war nun wirklich nicht alles ganz so toll, aber die Videos von motzenden VIP-Kartenbesitzern beim verregneten Helene Fischer-Konzert macht die Welt doch zumindest ein klein wenig besser. Ja, geregnet hat es ja dann auch noch. Oh Mann, ja, also ihr seht, es ging so in die Richtung, wir machen uns mal ein bisschen lustig über die Helene Fischer-Fans. Hier schreibt noch jemand, das Lustige bei diesen 1300 Euro für Helene Fischer-Rant ist ja, dass die sich aufregen, dass die Musik aus der Konserve kommt. Bei einem Schlagerkonzert sich über Konservenmusik aufregen. Und ja, das ist so ein Klischee. Ja, da werden jetzt einige Schlagerfans unten reinschreiben, das ist nicht so, Helene Fischer hat live gesungen. Ihr könnt unten mal reinschreiben. Es waren angeblich 130.000 Leute bei diesem Konzert, bei dieser Veranstaltung. Da könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, wie habt ihr das empfunden. Da muss man natürlich auch sagen, man braucht da schon tolle Soundanlagen, damit das überhaupt live dann auch über die Entfernung auch ein Genuss wird. Ja? Das sind ja sehr viele Quadratmeter, die da beschallt werden müssen. Und ja, da sind manche Gegenden ja auch gar nicht für ausgelastet. Ja? Also man kann nicht überall die beste Soundqualität leider erwarten oder braucht halt wirklich Profis, ja, die das perfekt können, um dann halt bei Veranstaltungen oder Festivals dann auch für den besten Hörgenuss zu sorgen. Ne? Aber man kennt das von einigen Konzerten, wo ich auch schon war, dann war man eher ja, ein wenig enttäuscht vom Sound, weil das gar nicht ja, so gut zu managen war. Ne? Und Freiluft ist halt auch schwierig. Ich vermute, Helene Fischer, das haben auch viele gesagt, die hat live gesungen, die singt kein Playback. Wie gesagt, verbessert mich unten. Aber ich vermute auch, dass eine Helene Fischer schon live singt, aber die Leute auf die Entfernung da gar keinen Unterschied mehr hören können, weil sie ist ja auch eine Perfektionistin, was die Auftritte angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt halt nur Playback gesungen hat. Es kann aber sein, dass zum Teil auch Playback dabei war, weil das vielleicht akustisch sonst sich schlechter angehört hätte. Ja? Die proben das ja vorher auch. Also das kann natürlich auch sein. Aber das ist natürlich jetzt auch alles schwierig aus der Ferne. Und wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht ihr Anwalt. Aber sie steht jetzt eigentlich bei den Schlagersängerinnen dafür, dass sie eigentlich live performen kann. Sonst wäre sie ja auch nicht so erfolgreich. Ja? Aber vielleicht hat sie wirklich dort auch ja, Playback gesungen. Und dann ist das natürlich schwierig. Wenn man jetzt auch mal auf ARD und ZDF mal hinseppt, was ich selten tue. Ja? Aber dann gibt es da auch Schlagerveranstaltungen, wo ich mich auch frage, Mensch, also noch mehr Playback geht nicht und das ist durchaus in der Sparte auch hier und da üblich. Das ist aber generell auch im Fernsehen so, weil das dann einfach leichter zu managen ist, als zu live Musik zu spielen oder auch akustisch rüberzubringen, auch wenn ganze Bands vorhanden sind, Schlagzeuger oder Leute, die wirklich Instrumente spielen wie Gitarren und Co. Und das muss ja alles dann auch perfekt abgestimmt sein. Da haben manche TV-Shows gar nicht die Kapazitäten für. Ja? Das muss man auch mal so ehrlich zugeben. Das liegt nicht immer nur an den Künstlern, aber es gibt natürlich auch sehr viele, die froh sind, wenn sie dann nicht live singen müssen. Ja? Das mag auch mitunter sein, auch durchaus im Schlagerbereich. Könnt ihr gerne auch mal reinschreiben, wie ist eure Meinung zu dem ganzen Thema? Durchaus lustig. Ich dachte, ich plaudere mal eine Runde hier als kleines Comeback-Video und dann sehen wir uns die nächsten Tage. Denn hier auch wieder. Bis dann und ciao, ciao.